Moin moin miteinander und willkommen zu Neverwinter. Wie ihr seht, wir sind wieder bei der Belagerung von Neverwinter. Dieses Mal allerdings zum letzten Mal. Dieses Event läuft noch 5 Stunden und 20 Minuten. Und ich habe mir gedacht, wir machen einen allerletzten Run und werden dann mal das ganze Revue passieren lassen und mal gucken, was wir so alles erspielt haben, ob sich das Ganze dann auch gelohnt hat. So, also erstmal einmal die Quest zum letzten Mal. Belagerung von Neverwinter. Her damit. So. Und dann mal los. Was ist hier? Ach, Sturmangriff ist los. Okay. Zum Sturmangriff geht's da lang. Eine kleine Abkürzung. Dann müssen wir nicht übers Feld. Zack. Und schon sind wir beim Sturmangriff. Ja, nichts zu tun für uns im Moment. So, da brüllen ein paar Golems. Ah. Immer fest drauf, ist das Ganze auch schnell vorbei. So, 33 müssen noch erschlagen werden. Au, das hat ja mal weh, ne? Der Invasionsanführer. Da steht er schon hinter mir. Aber nicht mehr lange. Und ja, da ist er auch schon down. Die Gegnung abgeschlossen. So schnell geht das hier bei diesem Event. Apropos Events. Ha. Ich habe ja schon mal so ein bisschen in die Zukunft geschaut. 3 Verteidigungsvorräte. Schön. Das gibt's ja nicht so häufig. Also, ich habe schon mal ein bisschen in die Zukunft geschaut. Nämlich in den Kalender. Schaut mal hier. Das Event hat ja, oder ist heute zu Ende. Na, so, ist heute zu Ende. Belagerung von Neverwinter. Gleichzeitig fängt heute an, naja, ich weiß nicht, ob man das Event nennen kann. Schmiedehammer von Gond. Ne? Wenn man im Zen-Markt ein bisschen Zen ausgibt, hat man die Chance, den Schmiedehammer zu bekommen. Also, wenn man ein Berufspaket kauft. Naja, wer den haben will, ne, und Zen ausgeben möchte, kann das ja mal versuchen. Ab morgen gibt es dann doppelte Erfahrung für die Sachen, die man so macht. Okay, ne, wer irgendwie schnell aufsteigen möchte, für den ist es vielleicht was. Und ab nächster Woche, da gibt es dann die Prüfung der Götter. Da bin ich mal gespannt, was das sein soll. Also irgendwas ganz Neues. Und in 3 Wochen gibt es dann zu den Waffen mal wieder. Ja. Außerdem habe ich eine Nachricht gelesen, dass es das 5. Modul ist angekündigt. Und zwar, wie wird das heißen? Rise of Tiamat oder so. Das ist der Drachengott. Und das war, glaube ich, so ein 40-Sekunden-Clip, den man sich angucken konnte. Und da war ein 5-köpfiger Drache zu sehen. Da bin ich echt mal gespannt. Also da bin ich sowas von gespannt auf das 5. Modul. Ein 5-köpfiger Drache, was das wohl sein wird. Und vor allem,
wie gut muss man sein, um dann gegen ihn antreten zu können? Und wie gut muss man sein, um gegen ihn bestehen zu können? Also, ich bin ja ein bisschen neugierig. Auch weil im 5. Modul ja angeblich dann eine Veränderung für den Trickster-Schurken stattfinden soll. Na, wir werden mal sehen, was das Ganze werden wird. So, Kult abwehren. Zack. Das hier gerade ist. Also ich weiß gar nicht mehr, auf welchen Feind ich einschlage. Und oft, wenn ich anfange, auf ihn einzuschlagen, ist auch bereits tot, weil drei andere ebenfalls auf ihn einschlagen. So, Invasionsführer, da ist er auch schon. Und da ist er auch schon wieder weg. So schnell geht das, okay. Damit hätten wir... ja, unsere letzte Belagerung quasi hinter uns gebracht. Katapulte des Kults. Nö, ist ja alles schon gezeigt. Also schnell und knackig das Ganze. So, Generalin. Bitteschön. Bis später. Jetzt können wir einkaufen gehen. Ich kann ja schon mal sagen, was ich bisher eingekauft habe. Also, bisher eingekauft habe ich dieses Kriegshorn, was ich nicht so toll finde. Also, es gibt ja, also es hat ja 2160 vorübergehende Trefferpunkte für 8 Sekunden. Das wird ausgelöst. Und man hat 50% mehr Renngeschwindigkeit für 3 Sekunden. Der Haken daran ist, verliert man sofort, wenn man Schaden erleidet. Jetzt gibt es einen weiteren Punkt, und zwar, wenn man dann Schaden erleidet, also die Abklingzeit ist normalerweise 10 Minuten, dann steht hier, wenn ihr Schaden erleidet, wird die verbleibende Abklingzeit eures Kriegshorns des Champions auf 1 Sekunde verringert, nur einmal pro Sekunde möglich. So, und ich glaube, hier gibt es einen bösen, bösen Übersetzungsfehler. Und, oder ein Bug. Das ist jetzt die Frage. Also, wenn man das Horn benutzt, hat man für 3 Sekunden 50% mehr Renngeschwindigkeit, was ja nicht viel ist und auch nicht lange. So, wenn man dann getroffen wird, ist die Renngeschwindigkeit weg. So, aber theoretisch, wenn dann die Abklingzeit auf 1 Sekunde verringert wird, könnte man das ja sofort wieder benutzen und weiterlaufen. So. Ich habe das ausprobiert und es funktioniert nicht. Vielleicht, ja, ich kann das ja mal demonstrieren. Ne? Also es funktioniert nicht. Die Abklingzeit wird nicht reduziert, irgendwie auf 1 Sekunde, dass man es gleich wieder benutzen kann. Deshalb, entweder es ist ein Übersetzungsfehler und es soll dann heißen, die Abklingzeit wird reduziert um 1 Sekunde. Würde dann aber überhaupt nicht Sinn machen, dann wäre das ein sehr schwacher Gegenstand, weil wie oft muss man sich treffen lassen? Ich sag mal, bis dann die Abklingzeit durch ist, ne? Bei 600 Sekunden wären das also 600 Treffer oder entsprechend weniger, weil das ja auch eine Weile dauert. Aber ein paar hundert Treffer müsste man einstecken, bis dann die Abklingzeit weg ist, bis man es wieder benutzen kann. Macht also dann gar keinen Sinn. Oder es ist wirklich ein Bug und die Abklingzeit wird einfach nicht schnell genug abgerechnet. Ne? Ich demonstriere das mal. Ich greife dich hier mal ein bisschen an und jetzt benutze ich das Horn.
Na, das Horn benutzen. So, jetzt kann ich eigentlich... Eigentlich hätte ich jetzt schneller laufen können, wurde aber gleich getroffen. Ich kann also nicht schneller laufen. So, und jetzt, die Abklingzeit ist 10 Minuten. Ne? Die ganzen Viecher hier greifen mich an. Und was passiert? Nichts passiert. Abklingzeit bleibt bei 10 Minuten. Ne? Also vielleicht wurde 1 oder 2 Sekunden abgezogen, weiß ich ja nicht. Aber ich kann das Horn halt nicht innerhalb von einer Sekunde wieder benutzen. Und damit ist der Gegenstand eigentlich, naja, recht sinnlos. Nur geeignet zum Sammeln, ne, wenn man Sammler ist. Vielleicht wisst ihr ja mehr darüber und könnt mir erzählen, ist das ein Bug und es wird einfach nicht richtig abgezogen? Oder ist es tatsächlich ein Übersetzungsfehler und es wird nur eine Sekunde abgezogen? Ne? So. Okay, was haben wir noch? Wir haben, es gibt hier noch diesen Wächter, Bogenschützen. Den habe ich mir auch schon gekauft. Theoretisch können wir ihn ja auch gleich binden und ihm einen Namen geben, ne? Machen wir das doch mal. Wie nennt sich ein toller Bogenschütze? Ein toller Bogenschütze heißt natürlich, natürlich Robin. Das ist der Robin. Der Robin aus dem Hood. Robin. Der heißt Robin. Dann habe ich also auch demnächst mal wieder was zum Skillen. Oder zum zum Aufsteigen lassen. So. Das wäre der Robin. Also der Robin und das Kriegshorn habe ich mir besorgt. Und jetzt habe ich noch 2 Medaillen. Was ich mit denen machen werde, weiß ich nicht. Eigentlich braucht man ja 7 für diese Kiste. Ich habe nur 2. Ich habe aber noch 18 Verteidigungsvorräte, die ich... Ja, lasst uns mal losgehen und die verkaufen. So, schwupps. Ab in die Enklave. So. Hilfsgüter spenden. Zack. Und einmal 12 Hilfsgüter spenden. Zack. Und was haben wir drin? 2 Medaillen und 50 Drachenkult-Insignien. Dankeschön. Ich weiß nicht, hatte irgendeiner von euch schon mal was anderes in dieser Kiste? Irgendwie einen tollen Gegenstand? Ich meine, ich habe jetzt ja 2-mal reingeschaut, also ich weiß es nicht. So, Verteidigung. Kann ich noch mehr spenden? Ja, ich könnte noch... Hä? Wieso kann ich 5 Hilfsgüter spenden? Ich hatte doch 14, oder? Jetzt habe ich 6. 14? 6? Oder hatte ich mehr? Hatte ich 18? Ah, jetzt muss ich mir das im Video nochmal angucken. Also wenn ich 18 hatte, dann passt das ja. Falls ich aber nur 14 hatte, dann wahrscheinlich hatte ich 18. Na gut, spenden wir dann nochmal 6. Hier, bitteschön. Was soll ich auch sonst damit? Ich helfe gern. So, 20 Drachenkult-Insignien, 1 Medaille. Dankeschön. Jetzt habe ich also 5 Medaillen, mit denen kann ich immer noch nichts anfangen. Ich müsste also mehr von diesen Versorgungskisten sammeln, habe ich jetzt aber ehrlich gesagt keine Lust zu. Das möchte ich nicht. Lieber mache ich was anderes. Mit meiner Zeit, vor allem mit der wenigen Zeit, die ich überhaupt habe. Die Quest kann ich mir ja nochmal holen. Aber machen werde ich sie wahrscheinlich, oder kann ich sie wahrscheinlich dann nicht mehr. So. Also, jetzt können wir nochmal in den Laden und gucken, was wir noch so übrig haben zum Ausgeben. So, tap, 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 tap.
Also, den Bogenschützen habe ich. Diese Kiste werde ich nicht mehr bekommen, denn zwei Medaillen fehlen mir. Obwohl, ich könnte mir zwei Medaillen kaufen. Ich glaube, eine kostet 50 Cent. Ich glaube... Ach, wisst ihr was? So. So, auszahlen. Alles auszahlen? Nein, ein Anteil auszahlen. Und zwar 100. So. 100 auszahlen, bitte. Und jetzt gehen wir mal in den Zen-Markt. Na, wir gehen in den Zen-Markt. Wir suchen die Heldenmedaillen für 50 und wir kaufen eine Medaille. Pling. Und wir kaufen noch eine Medaille. Pling. Boah, jetzt habe ich 100 Cent ausgegeben. Ihr könnt es mir glauben oder nicht, aber das war meine allererste Cent-Ausgabe. Jetzt haben wir 7 Medaillen. Jetzt kaufen wir uns eine tolle Truhe, in dem Müll sein kann. Und außerdem kaufen wir uns... Nein, eine Verzauberung kaufen wir uns nicht. So eine Siegentasche auch nicht. Wir kaufen uns hier. Kombination des Schlachtfeld-Sanitäters. So, kaufen. Und können wir uns hier noch was kaufen? Für 295 könnten wir uns einen Karren kaufen. Brauchen wir einen Karren? Vielleicht für irgendwann einmal? Vielleicht für irgendwann einmal ein Karren? Oder sonst kann ich nur ein Farbpaket? Kleidung des verletzten Überlebenden. Ja, ich hätte mir auch diese Insignientasche kaufen können. Und dann diese Kleidung kaufen können. Aber egal. So, schließen. Jetzt wird spannend. Leute, es wird spannend. So. Trommelwirbel, sag ich mal. Wir machen jetzt, nein, wir machen diese Kiste auf. Trommelwirbel. So. Na. Yay. Toll. 4x Fahrpaket des Drachentöters. 2 silberne Drachenschuppen. Okay, diese Drachenschuppen sind, glaube ich, schon etwas wertvoll. Erlass der Auszeichnung. Na, toll. Drakonische Verzauberung. Also, wir haben keinen Gefährten erhalten. Wir haben eigentlich nur Müll bekommen. Und dafür 100 Cent ausgegeben. Na gut, nur 100 zum Glück. Obwohl, diese silbernen Drachenschuppen... Wollen wir mal kurz gucken... Für diese Drachenschuppen konnte man ja ganz, ganz tolle Sachen kaufen, wenn man genügend Schuppen hatte. Ich will mir jetzt mal die Preise angucken. Wahrscheinlich braucht man so 200 Schuppen oder so. So, tadap, tadap, tadap. So, Drachenschuppenhändler. Da ist er. Zeig mir deinen Laden. Bahamuts Tränen. Oh. Belebt bis zu 4 Verbündete aus der Ferne wieder und stellt 80% der Treffpunkte wieder her. Reichweite 80 Fuß. Okay. Könnte ich mir also eine kaufen? Heilt alle 3 Sekunden 600 Treffpunkte des Benutzers für 15 Sekunden. Ja, okay. Also, man kann Sachen dafür kaufen. Besonders tolle Sachen nicht. Die besonders tollen Sachen, die kosten dann so 100 und 60. Ein Drachenei für 10. Okay. Ionendrachenstein. Ja, okay. Also jetzt wisst ihr die Preise. Für 100 kann man einen Pseudodrachen kaufen. Wir haben jetzt 2.
Viel mehr wird es in naher Zukunft zumindest nicht werden. So. Dann... Ja, ich würde sagen, dann war es das erstmal. Wir können ja nochmal von oben einen allerletzten Blick auf die von der Belagerung, naja, verwüstete Stadt werfen. Hier brennt es und da brennt es und da hinten brennt es auch. Und ab heute, ein bisschen später, wird es dann halt nicht mehr brennen. So, ich bedanke mich einfach mal fürs Zugucken und sage, bis bald.